Nächster Redner ist Tino Sorge, CDU-CSU-Fraktion. Vielen Dank für das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Kleinschmein, Sie haben es ja dann zum Schluss noch ein bisschen relativiert, aber als ich Ihren Antrag gelesen habe, da dachte ich auch, wir leben hier in einem Land, wo nur menschenunwürdige Zustände herrschen, gerade in dem Bereich Menschen mit Behinderung. Und Sie haben es ja zumindest dann zum Schluss noch ein bisschen relativiert. Ich fand die Überschrift bereits absolut deplatziert, weil Sie damit wieder ein Zerrbild entworfen haben, das absolut nicht der Realität entspricht. Und Sie wissen ja auch, dass wir gerade unter CDU-geführten Bundesregierung seit 2005 kontinuierlich Leistungen verbessert, zusätzliche Regelungen eingeführt haben und die gerade in dem Bereich Verbesserungen herbeiführen sollen und auch schon herbeigeführt haben. Und die Initialzündung 2008 zur UN-Behindertenkonvention ist ja bereits schon angesprochen worden, ist ja auch von allen Fraktionen unterstützt worden. Und infolgedessen gab es ja auch den Nationalen Aktionsplan, den die damalige Arbeitsministerin Ursula von der Leyen auf den Weg gebracht hat. Und Sie wissen ja auch, die Laufzeit 10 Jahre bis 2021, die muss man erst mal wirken lassen. Und bei allem Engagement, bei allen Anträgen, die Sie ja auch gerne schreiben, haben Sie vielleicht übersehen, dass die Maßnahmen auch eben diese Zeit brauchen, um etwas zu wirken. Und das bedeutet für uns natürlich als Regierungskoalition, dass wir diese Maßnahmen, geeignete Maßnahmen umsetzen, dass eben behinderte Menschen Zugang zu Gesundheitsdiensten haben, einschließlich Rehabilitation, dass Gesundheitsleistungen angeboten werden, die speziell auf Menschen mit Behinderung zugeschnitten sind und dass diese Gesundheitsleistungen eben auch gemeinde-, wohnortnah erreichbar sind. Und das sind Themenbereiche, die kennen wir hier alle. Das liegt aber nicht daran, weil sie nicht besprochen werden, sondern weil die Bundesregierung seit Anfang der Tätigkeit sich intensiv damit beschäftigt hat. Und die Verbesserungen, die in den Bereichen erfolgt sind, die hätten Sie ja auch mal ansprechen können. Aber Sie haben hier wieder argumentiert nach dem Beispiel, das Glas ist halb leer und nicht halb voll. Sie haben nicht gesagt, was Sie wollen. Sie haben nur gesagt, man sollte mal, man müsste mal, man könnte mal. Aber Sie haben nichts Konkretes dazu gesagt. Und was Sie ja teilweise gefordert haben, also insbesondere in Bezug ortsnahe Versorgung, das steht ja schon im Versorgungsstärkungsgesetz drin. Das hätten Sie doch auch mal sagen können. Haben Sie aber nicht gemacht. Und das Beispiel medizinische Versorgungszentren, Sie haben es dann mal in einem Halbsatz angesprochen, aber das sind ja Dinge, die bereits im Koalitionsvertrag vereinbart worden sind. Also können Sie doch hier nicht das Bild zeichnen, als würde überhaupt nichts getan. Und weil Sie das Beispiel Barrierefreiheit angesprochen haben. Das ist natürlich schon so, dass da viel Nachholbedarf ist. Aber schauen Sie sich doch auch mal die Zahlen an. Und wenn Sie sich den Etat allein im Gesundheitsbereich anschauen, 2015, das wissen Sie doch auch, Anstieg 9%, 12 Milliarden, 82 Millionen mehr in der Pflegevorsorge, private Pflegeversicherung, Verbesserung der Budgets, Leistung der Pflegeversicherung, Kurzzeit- und Verhinderungspflege, Tages- und Nachtpflege, Ausbau der Wohnraumzuschüsse, Anschubfinanzierung für ambulant betreute Wohnformen. Also das sind doch Aspekte, die können Sie doch nicht einfach negieren. Und da können Sie doch auch mal sagen, das sind Verbesserungen, die allen zugutekommen, aber eben auch gerade den Behinderten. Und in diesem Zusammenhang will ich nur drei Punkte ansprechen, die Sie ja explizit in Ihrem Antrag formuliert haben von diesen 22 Punkten. In § 43a SGB 11 gibt es ja die Regelung hinsichtlich der Feststellung des Wohnortes im rechtlichen Kontext. Und Sie wissen auch, wir werden das überprüfen. Wir werden schauen, dass Benachteiligungen, die da eventuell existieren, auch abgebaut werden und der Zugang zur Leistung der häuslichen Pflege erleichtert werden. Und der zweite Schwerpunkt, den Sie angesprochen haben, sind ja gerade die Mitarbeiter in Gesundheitsberufen. Das heißt Studentinnen und Studenten an Hochschulen auch und all diejenigen, die sich tagtäglich um Menschen mit Behinderungen kümmern. Und ich wäre froh, wenn wir dahingehend Konsens erzielen könnten, dass wir diesen Menschen gar nicht genügend Respekt, Dankbarkeit und gesellschaftliche Wertschätzung entgegenbringen können. Nein, ich rede ja nicht nur von Ihnen, aber Sie sitzen da wie so ein Orgelpfeifengebirge und tun so, als sei überhaupt nichts passiert. Und Sie müssen doch auch mal sagen, in dem Kontext, da ist viel passiert. Und Sie können doch gerade, weil wir ja hier auch diskutieren über die Wertschätzung, gesellschaftliche Wertschätzung, Sie wissen doch selbst aktuelle Regelungen im Rahmen Neuordnung der Pflegeberufe. Das diskutieren wir doch. Reform Medizinstudium, sind wir doch auf einem guten Weg. Ja? Also dann können Sie doch hier nicht immer behaupten, dass nichts passiert. Und deshalb ist Ihr Antrag in der Form absolut nicht zielführend und nicht wirklich hilfreich. Und dann noch ein Thema zur Situation in den Arztpraxen. Frau Willert, Sie haben es ja angesprochen. Sie haben zu Recht gesagt, dass natürlich gerade im Bereich der Barrierefreiheit mehr gemacht werden könnte. Sie haben darauf hingewiesen. Ja.
Können, müssen, sollen, okay. Aber letztendlich können Sie doch auch mal sagen, wir haben fast ein Viertel der Praxen, die barrierefrei sind. Und die Ärzte, die sind doch, die Ärztinnen und Ärzte, die sind doch nicht dumm. Die wissen doch auch, das ist ein Wettbewerbsvorteil. Die werden sich darum kümmern. Und da jetzt immer so zu tun, als müsse man alles regulieren, das ist doch nicht zielführend. Und gerade bei der Wertschätzung gehört doch auch dazu, dass sie nicht immer unterschwellig suggerieren können, als würden diejenigen, die in dem Bereich tätig sind, zu dumm sein, mit Leuten mit Behinderung zu sprechen, mit den Leuten, die sich darum kümmern, auch angesprochen umgehen. Ja? Und Krankenhausfinanzierung, Bund-Länder-Arbeitsgruppe kennen Sie ja auch, dass da viel passieren soll. Und bei den Arztpraxen nur ein konkretes Beispiel. Sie wissen ja auch, in der Bedarfsrichtlinie des GBA ist seit 2014 ausdrücklich das Kriterium der Barrierefreiheit als wichtiges Zulassungskriterium geregelt. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Kurt? Ja, natürlich, wenn er sich so schön meldet. Bitte schön, Herr Kollege Kurt. Ja, Herr Sorge, Sie haben jetzt gerade in Bezug auf die Ärzte gesagt, das sei ja für die ein Wettbewerbsvorteil, wenn sie ihre Praxen barrierefrei gestalten. Erkennen Sie, dass die Wirklichkeit in den Arztpraxen ganz anders ist, dass nämlich Ärztinnen und Ärzte, wenn sie viele Menschen mit Behinderungen, die einen erhöhten Zeitaufwand benötigen und aber nicht mehr in der Vergütung bringen, behandeln, dann Probleme kriegen? Erkennen Sie da nicht an, dass es im Gegenteil im Moment in unserem System leider eher einen Anreiz gibt, nach einer bestimmten Zahl von Behandlungen von Menschen mit Behinderungen die dann noch kommenden Patientinnen und Patienten abzuwimmeln? Und sehen Sie, dass die Ärzte, wie kann man denen Dummheit unterstellen, dass die Ärzte in der Aus- und Fortbildung nicht über adäquate Angebote verfügen, wie man zum Beispiel mit Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen kommuniziert? Sehen Sie also nicht, dass tatsächlich faktisch diese Hürden im System stehen und wir sie eben in unserem Antrag ansprechen? Also, die eine Frage ist ja, dass man sie anspricht, und die andere Frage ist ja, was entwickelt man für konkrete Lösungsmöglichkeiten? Und das, was Sie ganz konkret gemacht haben, ist einfach zu behaupten, dass Sie erstens nicht dazu in der Lage seien. Und die Darstellung der Probleme ist ja etwas anderes, als zu sagen, das ist so und es würde sich daran nichts ändern. Aber wir haben doch gerade im Bereich der Barrierefreiheit, insbesondere bei Neubauten, wird doch darauf hingewiesen, dass gerade Barrierefreiheit ein wichtiges Thema ist. Und insofern das Beispiel, was Sie jetzt wieder konstruieren, ich will das jetzt nicht weiter kommentieren. Den Arzt, der sich ganz bewusst in der ersten Etage eine Praxis oder Praxisräume sucht, damit bestimmte Patienten nicht zu ihm kommen, das sind doch Zerrbilder, die Sie entwickeln. Und insofern ist das absolut neben der Sache. Herr Kollege Sorge, ja. Sie hätten jetzt noch einmal die Gelegenheit, auf eine Frage oder Zwischenbemerkung der Kollegin Wöllert zu antworten, sofern Sie ihr gestatten, diese zu halten. Ich schätze Sie sehr und natürlich darf ich. Bitte schön, Frau Kollegin Wöllert. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Danke, Herr Sorge, dass ich Sie jetzt etwas fragen darf. Aber vielleicht gab es hier ein Missverständnis. Ich glaube, spreche ich auch für Frau Kleinschmeig. Keiner von uns hat die Arbeit der Menschen, die im Gesundheitswesen tätig sind, schlecht gemacht. An keiner Stelle. Und da sollten Sie noch mal das Protokoll lesen. Da würde ein großes Missverständnis vorliegen. Ich unterstelle mal, Sie haben da irgendetwas falsch verstanden. Und jetzt eine Nachfrage ganz konkret, die zielt auch etwas auf Wettbewerb ab. Ich war gestern Abend beim parlamentarischen Abend der Achse, das ist ein Dachverband für Menschen mit sehr seltenen Erkrankungen. Kollege Hüppe war mit da. Da kamen gerade solche Fragen, die wir heute hier erörtern, zur Sprache. Da kam der große Aufwand bei speziellen Behandlungen zur Sprache, der nicht finanziert werden kann, so viel zum Wettbewerb oder jetzt nicht finanziert wird. Was halten Sie denn von folgendem Vorschlag? Das ist jetzt meine Frage. Wir könnten uns vorstellen, für die Zulassung von gesundheitlichen Einrichtungen nicht nur Barrierefreiheit als Zulassungskriterium zu machen, sondern auch ein Vergütungskriterium einzuführen. Das heißt also, es könnte Zuschläge geben für Barrierefreiheit, aber auch für die Vergütung der Menschen, die Menschen mit Behinderungen behandeln, damit es einen Ausgleich gibt für die Zeit, die sie aufwenden,
für die Türen, die Sie öffnen, um Sie weiterzuleiten. Alles das kostet Zeit. Könnten Sie sich vorstellen, dass wir hier gemeinsam versuchen, etwas auf den Weg zu bringen? Also, liebe jetzt müssen Sie aber noch stehen. Liebe Frau Kollegin Böllert, also ich finde es immer schön, wenn wir gemeinsame Ideen entwickeln. Und ich finde es vor allen Dingen schön, wenn mein Beitrag, also zumindest habe ich das so empfunden, bei Ihnen auch zur mentalen Erhellung beigetragen hat. Aber im Gegensatz zu dem, was Sie jetzt wieder vorschlagen, Sie schlagen weitere Reglementierung vor. Wäre es schön, wenn wir uns vielleicht, oder wenn Sie vielleicht dem Gedanken nahe treten könnten, ne, auch mal nicht nur an Reglementierung zu denken, sondern auch ein bisschen mal darauf zu vertrauen, auf die freie Entscheidung freiberuflicher Ärzte. Anreize schaffen hat ja nicht nur was mit Reglementierung zu tun. Und entwickeln Sie doch auch mal ein bisschen Vertrauen in die Betreiber der 130.000 Arztpraxen, anstatt ihnen alles vorschreiben zu wollen, Geschäftsausstattung, Infrastruktur und am besten danach noch vom Bund die Finanzierung dafür zu fordern. Also insofern, glaube ich, ist gut, wenn wir gemeinsam an Lösungsvorschlägen arbeiten. Und da würde ich mich besonders freuen, wenn Sie dabei auch eine gewisse Konstruktivität an den Tag legen würden. Herr Kollege Sorge, Sie haben so viel hier Begeisterung im Publikum ausgelöst, also, dass jetzt bei den Kollegen die Kollegin Schulz-Asche auch noch gerne die Gelegenheit hätte zu einer Zwischenfrage und Bemerkung. Aber ich mache jetzt darauf aufmerksam, wenn Sie da Ja zu sagen würden, wäre das jetzt die letzte, die ich in diesem Redebeitrag zulassen würde. Also ich glaube, das wäre jetzt auch der Frau Kollegin Schulz-Asche ein bisschen unfair gegenüber Ihre Zwischenfrage nicht zu gestatten. Aber es soll sich jetzt keiner mehr melden, ja, für die anderen. Danke. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt noch Redezeit zusätzlich habe. Solange Sie jetzt hier antworten, ist Ihre Redezeit gestoppt. Okay. Deshalb haben Sie die Gelegenheit gehabt, jetzt so ungefähr 5-6 Minuten Ihre Redezeit zu verlängern und das reicht dann. Danke, Frau Präsidentin. Herr Kollege Sorge, Sie können sich ja sicher vorstellen, dass in der Vorbereitung eines solchen Antrags gerade wir Grünen sehr viele Gespräche auch mit den Menschen mit Behinderung führen, weil sie Experten in eigener Sache sind und viele der Forderungen, die von diesen Menschen erhoben werden, gerade in unserem Antrag auch eingeflossen sind. Glauben Sie, dass Sie mit der Arroganz, mit der Sie hier in dieser Diskussion auf diese Themen eingegangen sind, den Menschen mit Behinderung in unserem Land wirklich einen Gefallen tun? Also, Frau Kollegin Schulz-Asche, was Sie hier jetzt wieder unterschwellig suggerieren, entspricht ja absolut nicht den Tatsachen. Ich habe lediglich darauf hingewiesen, dass den Menschen, gerade den Menschen mit Behinderung, viel mehr gedient wäre, wenn wir auch mal sagen würden, oder Sie auch mal sagen würden, was Sie sich konkret vorstellen. Und nicht immer nur Kataloge entwerfen. Man sollte, müsste, könnte mal, ohne dabei die Realitäten auch im Auge zu behalten. Und das ist ja auch immer sehr interessant. Ich habe mir das ja mal angeschaut. Gerade in NRW, also Thema, weil wir ja noch bei Barrierefreiheit waren, habe ich mir überlegt, Sie haben ja in NRW eine Gesundheitsministerin, die Frau Steffens. Wenn sie das so gut findet, hätte sie das doch alles machen können. Aber sie ist seit 2010 im Amt und ich habe da nicht vernehmen können, dass sie eine wie auch immer geartete Zwangsbarrierefreiheitsverordnung irgendwas in der Richtung gemacht hätte. Und deshalb fände ich es bei der Diskussion eben auch ein bisschen auch ehrlicher, dann auch mal zu sagen, Frau Klein-Schmeick, ich will Sie da ausdrücklich ausnehmen, auch mal zu sagen, da ist auch schon etwas passiert und es sind Dinge, die wir lösen müssen. Aber dann bitte auch einen konkreten Lösungsvorschlag und nicht immer nur kritisieren, Dinge ansprechen, die teilweise schon in Gesetzentwürfen enthalten sind und so tun, als gäbe es das nicht. So, das war die dritte Zwischenfrage. Jetzt sind Ihre letzten 2 Minuten angelaufen. Die letzten 2 Minuten der Rede, meinst du? Gut. Ja, und das Thema Versorgungsforschung ist ja auch angesprochen worden und in dem Antrag, ich weiß, Sie mögen das nicht, des grünen Potpourris, haben Sie ja auch angesprochen, da müsse mehr getan werden. Ich weiß jetzt nicht, ob die Regelungen im Innovationsfonds da vollkommen an Ihnen vorbeigegangen sind, 300 Millionen jedes Jahr, von denen 75 Millionen für Versorgungsforschung eingeplant sind. Und wenn Sie sich da, das unterstelle ich jetzt mal, konkreter damit befasst hätten, dann hätte Ihnen auch auffallen müssen, dass gerade das Bundesministerium für Bildung und Forschung einen Aktionsplan zur Versorgungsforschung vorgelegt hat. Also ein konkretes Maßnahmenpaket, punktgenaue Forderungen zum Wohle der Patienten, sowohl behindert als auch nicht behindert. Und da fließen zwischen 2015 und 2018 50 Millionen Euro. Und das ist, glaube ich, keine kleine Summe. Meine Damen und Herren, zum Schluss, meine Kollegin Maria Michalk hat es ja gesagt, zum Schluss wurde sie dann wieder versöhnlicher. Ich hoffe nicht, dass ich unversöhnlich gewirkt habe. Ich möchte natürlich auch versöhnlich werden. Ich möchte Ihnen auch von den Grünen wirklich ein Kompliment machen. Also,
Also ganz, ganz großes Kompliment, weil Sie bleiben sich zumindest treu, denn Sie fordern in Ihrem Antrag, ich sage es mal in Ihrem Wunschzettel, mit der Bürgerversicherung wieder das, was Sie als Allheilmittel darstellen. Und Sie wissen ja auch, dass gerade bei der Bürgerversicherung, dass das kein Allheilmittel ist, weder für Behinderte noch für Pflegebedürftige oder irgendeinen anderen Versicherten. Und deshalb, glaube ich, ist diese Strukturdiskussion wieder vollkommen fehl am Platze. Ich würde es sehr begrüßen, wenn wir konstruktiv die Dinge auf den Weg bringen könnten, wenn Sie auch die 10 Jahre Realisierungszeitraum beim Nationalen Aktionsplan, denen auch die Wirkung zubilligen würden. Und insofern hören Sie doch bitte auf, immer pessimistisch schwarz zu malen oder grün zu malen. Lassen Sie uns gemeinsam an Lösungen arbeiten. Und deshalb, glaube ich, ist Ihr Antrag, den Sie heute gestellt haben, kein passendes Mittel, gerade um den Behinderten in unserer Gesellschaft zu helfen, überhaupt nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Letzte Rednerin zu diesem Tagesordnungspunkt ist die Kollegin Helga.